Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und heute zeige ich euch den neuen Nicer Dicer Family mit der Edelstahlschüssel mit 5550 Milliliter Fassungsvermögen. Hier habe ich euch im Vergleich einmal den Chef aufgebaut und den Exklusiv XXL, damit ihr das Größenverhältnis zueinander sehen könnt. Und heute zeige ich euch die 13 Teile, die in dem Set enthalten sind. Achtung, fertig, los! Heute zeige ich euch das 13-teilige Set vom Nicer Dicer Family. Wer ihn sich anschaut, der wird doch denken, ist das nicht der Salatchef? Der große Salatchef, den ich früher schon mal hatte? Tatsächlich hatte ich auch einen Salatchef und als mir die Schüssel kaputt ging, habe ich mir damals den Nicer Dicer Chef gekauft. In dem 13-teiligen Set ist Folgendes enthalten. Natürlich hier als Herzstück die Edelstahlschüssel mit 5550 Milliliter Fassungsvermögen. Ein Gummiring, der wirklich super rutschfest ist. Und wenn ich die Schüssel sehe, denke ich gleich an Kartoffelsalat, Nudelsalat, was weiß ich für einen Salat. Und sogar mit einem schönen Logo von Genius. Dann natürlich das Schneidoberteil hier zum Festklippen. Das ist dann auch richtig fest. Und hier der Schneiddeckel. Das Wichtigste bei der ganzen Geschichte sind natürlich die Messer. An Messern sind dabei 12×12, 12×36, 24×24. Die grobe Reibe, ein Hobel, ein Sparschäler mit einer geriffelten Schneidkante, der Schneidguthalter, für die Schüssel noch ein Deckel. Als Besonderheit habt ihr hier einen Einsatz mit einem Pinöckel für die Salatschleuder. Einfach rein, Deckel drauf, auch festklippen, Hebel hoch und starten. Ihr seht, der ist wirklich richtig schön stabil. Zeige ich euch alles in weiteren Videos, da können wir noch einige Rezepte mitmachen. Und bis auf diesen Deckel passt auch alles in die Schüssel rein, sodass ihr nur diesen Stauraum braucht. Einfach alles rein und die Messer am besten mit der nicht scharfen Kante, also mit der Unterseite nach oben, dass ihr euch da nicht verletzt. Schwupp und ist alles drin. Deckel drunter, Deckel drauf und ab in den Schrank. Jetzt sage ich euch, was ihr an Stauraum braucht. Eine Höhe von 21,5 und eine Breite von 27. Also 21,5 mal 27, wenn ihr es tatsächlich übereinander in den Schrank stellen wollt. So könnt ihr die Schneidaufsätze auch alle einfach rausnehmen. Die Schüssel hat ein Innenmaß von 24 und eine Höhe von 12. 24 mal 12, 5550 Milliliter. Ich verrate euch natürlich noch die Schnittfläche, wie ich das immer mache. Der Einsatz kommt hier rein. Hier sind zwei Pinöckel, die steckt ihr hier vorne rein. Und dann hier runter. Das schließt dann hier auch schön. Nicht einfach runterdrücken, passt auf eure Finger auf. Die Messer sind extrem scharf, aber das wisst ihr ja. Wir haben hier eine Innenschnittfläche von 9,5 mal 12. Das erinnert mich doch an den Chef, deswegen testen wir das einmal. Wir legen das Messer vom Chef drauf und denken, ach, dann sind die ja vielleicht kompatibel. Auf den ersten Blick sieht das natürlich so aus. Jetzt probiere ich das natürlich auch aus, setze es hier ein und passe natürlich nicht mit den Pinöckeln in die Löcher. Das passt leider nicht. Ich drehe es mal so rum, aber das geht natürlich hier nicht. Fazit, gleiche Schnittgröße wie der Chef, aber nicht kompatibel. Schade, dann hätte ich nämlich jetzt auch die anderen Messer hier nutzen können, wie das Zwiebelmesser mit 6×6 mm. Das ist natürlich sehr schade. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich ausprobieren soll. Was soll ich mit dem Gerät machen? Was soll ich für euch schneiden? Achtung, werde ich los, unten reinschreiben. Bis dahin, eure Sophie.